alles Gute kommt von oben, speziell jetzt in der Weihnachtszeit. Getreu diesem Motto hat der Online-Händler Amazon heute gezeigt, wie er sich die Zukunft vorstellt. Mit einem Brummen kündigt sich die Lieferung an. Es ist nicht der Postbote, nein, eine Drohne steuert ihr Ziel an. Diese Familie hat übers Internet ein Buch bestellt und dieses wird nun wenig später frei Haus geliefert. Auch wenn das Zukunftsmusik ist, so ruft sich Amazon als Geschenkelieferant kurz vor Weihnachten ins Gedächtnis. Nun wollen wir Amazon nicht unterstellen, dies seien fliegende Hirngespinste. Denn angesichts dessen, was Drohnen heute schon alles können, sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Schweizer Forscher gehören bei den Drohnenentwicklungen übrigens international zur Spitzengruppe. Nina Blaser und Tobias Ochsenbein wissen mehr. Ware von höchstens 2,5 Kilo, eine Lieferzeit von maximal 30 Minuten. Erfüllt dies eine Bestellung, wird sie bei Amazon in ein paar Jahren vielleicht per Drohne geliefert. Offen sind rechtliche Fragen und wie dies praktisch funktionieren soll. Davide Scaramuzza hat sich über die Neuigkeit von Amazon gefreut. Der 33-Jährige ist Professor an der Uni Zürich. Für seine Drohnenforschung ist der Italiener weltweit bekannt. Ja, ich war sehr erstaunt, sehr beeindruckt. Denn Scaramuzza dachte, Amazon hätte die neueste Technologie, mit der er derzeit auch arbeitet, bereits in die Praxis umgesetzt. So ist es aber nicht. Denn diese Technologie wird heute erst in Labors wie diesem getestet. Geforscht wird mit automatischen Drohnen. Drohnen, die nicht mehr vom Boden aus gesteuert werden. Solche Drohnen funktionieren mit Sensoren und orientieren sich an Referenzpunkten, hier rechts im Bild. Mit Hilfe der Drohnen kann dann eine 3D-Karte der Landschaft erstellt werden. Wir würden diese Drohnen in Zukunft gerne verwenden, um nach Naturkatastrophen Überlebende in zerstörten Gebieten zu finden. Mit den 3D-Karten könnten wir den Hilfskräften bei der Rettung und der Bergung helfen. Heute werden die Drohnen noch vom Boden aus gesteuert. Beispielsweise wird in einem Rebberg im Wattland die Weinqualität mit Drohnen überwacht. Oder Amateure erkunden mit Drohnen die Landschaft aus der Vogelperspektive. Und auch die ETH Zürich forscht zum Thema. Im Forschungslabor werden mit Hilfe der unbemannten Flugobjekte Mauern gebaut. David Langenecker arbeitet seit 10 Jahren mit unbemannten Flugobjekten. Auch er steuert sie vom Boden aus. Der 46-Jährige hat mit den wendigen Drohnen ein Geschäftsmodell entwickelt. Mit einer an der Drohne befestigten Spezialkamera macht er Bilder der Landschaft und auch Thermoaufnahmen. Diese sehen dann so aus. Hell bedeutet Wärme, dunkel Kälte. Wo es ganz hell ist, geht Energie verloren. Energiemängel an Gebäuden werden damit auf einen Blick sichtbar. Langenecker ist überzeugt, Drohnen werden in Zukunft immer wichtiger. Allerdings ist er von der Geschäftsidee des Online-Händlers Amazon nicht restlos überzeugt. Ich denke, es ist nicht realistisch, dass man kein Bodenpersonal hat, um Drohnen zu steuern. Weil das heisst, dass die Drohne ganz allein muss Entscheidungen treffen muss, wo sie landen will, wie sie sich bewegen will, wo das Gefahren sind. Und das ist schlichtweg viel zu gefährlich, wenn man so Drohnen mit so messerscharfen Propeller da auf die Leute loslässt. Auch Forscher Davide Scaramuzza sagt, die automatischen Drohnen seien noch nicht marktfähig. Die Technologie sei zwar vorhanden, es gebe aber noch rechtliche Hindernisse. Die größten Probleme werden sein, dass man alle Bewilligungen der Behörden bekommt, um die Flugobjekte in geringer Höhe fliegen lassen zu können. Die Drohnen dürfen etwa nicht plötzlich vom Himmel fallen. Bis zu einer Markteinführung der automatischen Drohne dürfte es noch mindestens 2 Jahre dauern. Was mit Drohnen alles ausgeliefert werden könnte, wird bereits rege diskutiert. In sozialen Netzwerken stand dieses Modell heute hoch im Kurs. Eine Drohne liefert Pizzas aus. Die zwar einmalige Aktion von Domino's Pizza zeigt, Drohnen dürften künftig häufiger in friedlicher Mission zu sehen sein.